Ja, Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen kurzen Video. Ich wollte mich einmal bezüglich dem letzten Video der Teufel ist Gemeindemitglied melden. Und dann, meine lieben Geschwister, möchte ich das Ganze auch nicht mehr weiter thematisieren und werde auch nicht weiter darauf eingehen. Der Teufel ist Gemeindemitglied. Das ist ein Video, meine lieben Geschwister, wo ich von ganzem Herzen gesprochen habe, wo ich niemanden mit zu nahe treten wollte. Und wenn da Menschen sind, die fleischlich wandeln und nicht fähig sind, geistlich etwas beurteilen zu können, dann ist das ihr Problem und nicht mein Problem. Mit dem Video sollten sich nur die Leute angesprochen fühlen, die sich auch angesprochen gefühlt haben. Ich denke, ich habe in diesem Video alles gesagt, ja. Ich habe auch in Liebe gesprochen. Hier und da bin ich vielleicht ein bisschen lauter geworden. Aber nicht, weil ich die Gemeinde hasse oder die Geschwister hasse, sondern weil es auch um bestimmte Dinge ging, die einfach gesagt werden mussten. Und es haben sich meine lieben Geschwister nach diesem Video ganz wundervolle Brüder bei mir gemeldet, die aus Baptisten- und Mennonitengemeinden kommen, dass die Punkte, die ich angesprochen habe, schon der Wahrheit entsprechen. Okay? Auf zwei fleischliche Ermahnungen, teilweise schon, könnte man vielleicht auch sagen, Drohungen, ja, die mich erreicht haben, folgten 20 Erfahrungsberichte, die diese Dinge ebenfalls bestätigen können oder die halt leider ja, solche traurigen Erfahrungen machen mussten. Und ich betone das jetzt hier auch noch einmal ganz klar und deutlich. Ich habe wunderbare Geschwister in der Gemeinde. Und um die Geschwister geht es hier auch gar nicht. Viele aus der Gemeinde haben sich nicht angesprochen gefühlt und haben auch ganz genau verstanden, was ich mit diesem Video eigentlich sagen wollte. Also, Gemeinde ist wichtig, ja. Und auch heute noch besuche ich Gemeinden. Und auch heute noch, meine lieben Geschwister, wenn eine Gemeinde mich fragt, ob ich irgendwo dienen kann, dann will ich da dienen, ja. Also ich bin kein Gemeindegegner, meine Lieben. Das Reich Gottes muss gebaut werden. Ja, Menschen müssen für den Himmel gewonnen werden. Das hat Priorität. Ich würde mir schon wünschen, meine lieben Geschwister, dass die Brüder, die in bestimmten Gemeinden, ja, die halt dort das Sagen haben, vielleicht einige Dinge nochmal überdenken und das mit dem Wort Gottes einfach zusammen vergleichen. So wie ich mich auch tagtäglich vor dem Herrn prüfen muss. Und wenn ich missgebaut habe, dann stelle ich mich sogar hier in die Öffentlichkeit und stehe dazu. So, meine lieben Geschwister, egal aus welcher Gemeinde ihr kommt oder welche Hautfarbe ihr habt, wer den Geist Gottes hat, ist mein Bruder und meine Schwester. Und ich bin der Letzte, der hier irgendwie Spaltung verursachen möchte. Ja? Im Gegenteil, meine lieben Geschwister, ich bin sehr traurig über den Zustand der heutigen Gemeinde. Ja? Und wenn man möchte, dass man sich der Gemeinde unterordnet, dann muss die Gemeinde sich erstmal dem Herrn unterordnen. Und zwar in allen Punkten. Und wir sollten an dieser Stelle auch lernen, aufzuhören, immer wieder zu sagen, ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und deshalb, meine lieben Geschwister, hat sich dieses Thema für mich an dieser Stelle auch erledigt. Ich möchte das gar nicht mehr weiter thematisieren und werde mich jetzt wieder auf Videos konzentrieren, wo es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. Bis hierhin und nicht weiter. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und dass der Herr an jedem Einzelnen das, was er erfolgreich angefangen hat, auch erfolgreich zu Ende bringt. Shalom, meine lieben Geschwister.